Mahlzeit und herzlich willkommen zurück hier bei Gothic auf Nintendo Switch. Die Fokussuche läuft auf Hochtouren. Beim letzten Mal hat den Fokus mit Milton abgesahnt. Jetzt bin ich schon auf dem Weg zum Fokus in der Bergfestung. Aber erstmal will ich mich hier um ein paar Orks kümmern, weil kräftig Erfahrung zu sammeln bei mir natürlich auch ganz oben auf der To-Do-Liste steht. Ah, es gelingt mir, sie einzeln anzulocken. Perfekt. Darauf hatte ich gehofft, dass das mir gelingen würde. Ja, hier wird natürlich später auch nochmal die Gegend im Ork-Gebiet nochmal wichtiger, hier storymäßig durchzulaufen. Aber bis dahin will ich auch vorher schon ein paar Mal mich hier umschauen und, wie gesagt, einfach auch Erfahrung absammeln. Absahnen, meine ich, absammeln. Hey, guck mal, ich habe jetzt, seit ich geladen habe, seit dem letzten Mal das Spiel mal gestartet, befindet sich der Teleport-Zauber in diesem Rad irgendwie woanders. Na gut, wie auch immer. Hier befindet sich in Gothic 2 die Waffe Rabenschnabel. Die liegt hier rum. Das weiß ich noch ganz genau. So Sachen merkt man sich einfach, gell? So, einmal hier hochklettern. Schauen, was auf der Spitze dieses Turmes so abgeht. Ich mag gerade, wie geil symmetrisch dieses Bild hier ist. Ja, sieht cool aus. Die Kamera schön zentriert. So, hier einfach nix. Aber immerhin eine astreine Gelegenheit, den Orks da unten ein bisschen einzuheizen. Ich glaube nicht, dass die hier einfach so hinkommen, oder? Nein, ich glaube nicht. Oder? Ja, aber ich kann leider von hier auch nicht anvisieren, weil die zu steil sind da unten. Den Ork-Hund da hinten, den kann ich noch. Aber die sind so steil direkt unter mir, dass es leider nicht so richtig geht. Aha, guck mal, aber kaum visiere ich den Ork-Hund an, werden sie auf mich aufmerksam. Und der Check... Ah, da, genau, das ist nämlich das Geile. Dadurch, dass den... Wahrscheinlich treffe ich den jetzt nicht, wenn der hier so rennt, gell? Pff, geil, alle rennen gegen den Felsen, wie gestört. Naja, wie schaut's aus mit so einem Beißer? Kann ich den bereits mit einem Kugelblitz... Fällen, ja. Okay, perfekt. Richtig perfekt. Das heißt, da kann ich ja von hier schon mal die Beißer erledigen. Die ganze Herde sogar, so, obwohl ich sie nicht mal sehe. Ich schieße durch die Bäume durch. Zack. Ich frage mich, ob in der PC-Version, wo diese Baumblätter nicht durchlässig waren, man drauf laufen konnte, ob das da auch funktioniert hätte. Möglicherweise nicht. Wäre mal interessant zu probieren von genau der Position aus. So. Da kann ich mir gleich nochmal einen Mana-Trank reinkippen nach der Aktion jetzt hier. Und wenn ich, geil, wenn ich da jetzt runterkletter, empfängt mich direkt eine ganze Empfangskomitee der Orks. Macht aber nichts. Von hier, von weiter oben müsste ich die dann eigentlich auch gut abballern können. Ich denke schon, dass es irgendwie klappen wird. Diese süßen kleinen Regentropfenflatscher. Ich habe schon mal erwähnt, aber ich liebe die einfach in Gothic 1. Ich fühle mich einfach wohl. Er sieht einfach liebenswürdig aus. So, okay. Garstige Orkse. Wartet ab. Seht, was ich hier in petto habe. Vielleicht haben die auch inzwischen schon längst wieder von mir abgelassen. Ich weiß es gar nicht. Da drüben irgendwo müsste ja die Party abgehen. So. Unangenehm. Sehr unangenehm, dieser Sturz. Weil der halt mit so viel Schaden einhergeht. Hätte ich irgendwie so cool mit Akrobatik abgefedert, dann wäre es nicht so schlimm gewesen. So war es ein bisschen unangenehm, aber auch nicht so schlimm. Dann schauen wir mal. Was geht? Ah! Ha! Ein Einzelner schon wieder. Ja, perfekt. Besser geht's ja gar nicht. So habe ich mir ganz so erhofft, dass es so läuft. Ah, guck, jetzt habe ich mal zuerst also, das mit den Blocken ist hier ein bisschen schwieriger, weil in Gothic 2 kann man direkt, wenn man Aktion drückt und dann mit dem Stick nach hinten so dann blocken, aber hier muss man da oben X drücken und das macht es ein bisschen clunkier, aber dafür ist das Blocken auch mächtig und wirkt auch. Also, wenn man das vom Timing her richtig gebacken kriegt, so wie ich gerade, dann ist es ziemlich mächtig. 2. Ich wollte gerade sagen, an dem, der jetzt kommt, werde ich es nochmal testen, aber jetzt sind halt 2, gell? Egal,
Ja, und dann aber, solange der blockt, ist auch alles andere geblockt. Solange kann ich halt nichts anderes machen. Boah. Und dann bin ich halt ein bisschen am Arsch. Aber manchmal passiert... Oh. Hey, zwei Abstürze in dieser Folge schon. Diese Folge ist so ein bisschen seltsam, weil vieles in dieser Folge läuft extrem gut und vieles läuft extrem schlecht. Wie zum Beispiel hier die Stabilität vom Spiel gerade. Ich habe auch schon mal gehört, dass man nicht alle Safe-Slots nutzen sollte. Vielleicht, wenn ich ein paar Safe-Games lösche, vielleicht läuft es dann flüssiger. Ich weiß es nicht, vielleicht. Müssen wir mal probieren. Vielleicht so zwischen zwei Folgen muss ich mal ein paar Safe-Games löschen. So, jetzt probieren wir nochmal. Vielleicht gelingt sogar nochmal ein einzelner. Ja, einzelner. Sehr gut. Das hatte ich mir erhofft. Und dann kann ich die ganze Blockaktion nochmal... Naja, hat nicht so gut funktioniert vom Timing her diesmal. Ey, weil das Fiese ist, wenn der einmal seine Combo raushaut, dann kann ich da gar nichts machen. So, die wird einfach durchgezogen und ich habe keine Chance. So, die Kugelblitze habe ich ja gerade schon gebührend zum Einsatz gebracht. Jetzt möchte ich mal noch mit den Feuerbällen probieren, gegen die Orks zu kämpfen. Mal schauen, wie das läuft. Wow! Das läuft auf jeden Fall. Hälfte vom Leben fast abgezogen. Alter, hätte ich nicht gedacht. Wahrscheinlich haben die mehr mehr Magieschutz als Feuerschutz. So, jetzt ging es gerade wieder gut mit dem Blocken. Auch wenn daraufhin noch mal ein bisschen... ich kassiert habe, aber egal. So, was wollte ich jetzt? Genau, ich wollte erstmal noch Mana-Tränke reinkippen. Nochmal, ja, war ein bisschen Verschwendung jetzt, egal. Dann heilen. Wobei, ich könnte auch massiv Mana sparen, indem ich den Heilzauber nicht so oft verwende, sondern stattdessen einfach mich normal heil. Ich habe immer noch ein paar Keulen da unten liegen. Ich habe jetzt auch Heiltränke, die sollte ich auch mal da reinlegen und so weiter. Und natürlich die etwas langwierigere Aktion von wegen Pflanzen und Pilze und so weiter essen. Ich brauche erstmal die Keulen auf und dann schauen wir weiter. Die Gardisten da, die mich damals nicht durchlassen wollten. Naja, hier wisst ihr noch damals so beste Folge aller Zeiten, wo ich hier mich über die Berge irgendwie geschmuggelt habe und dann nicht mehr wusste, wie ich zurückkam. Und da habe ich dann tatsächlich gesehen, indem ich das Video nochmal angeschaut habe, ja, ich habe mich richtig erinnert. Es ging schon. Ich habe nur nie mehr den richtigen Winkel geschafft zu treffen, so wie ich es ursprünglich mal geschafft hatte. Ah, okay. Das heißt, die lassen sich umhauen mit einem Kugelblitz lässt sich umhauen, aber nicht mit einem aufgeladenen Feuerball. Das heißt, die haben mehr Feuerschutz. Die sehen auch so aus, ganz ehrlich, diese reptilienartige Panzer, was die immer haben, sieht sehr danach aus, als ob der Feuer aushält. Oh, wenn ich den umhaue, kommen die anderen da hinten dann? Nö, juckt sie bisher nicht. Nicht. Alles klar, wohingegen so ein Ork-Hund eigentlich, der ist ja ziemlich pelzig, der müsste eigentlich ziemlich gut brennen und eigentlich nicht so viel Feuerschaden haben, oder? So schätze ich das zumindest ein. Demnach sollte ich mal probieren, dem auf die Pelle zu rücken mit Feuerzaubern. Erstmal noch Heiltränke. Legen wir mal dahin. Stopp, falscher Knopf. So, genau. Aber den werde ich noch nicht verwenden. Nein, ich gönne mir diesen Eintopf. Reis oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, aber da habe ich ja 50 Stück von. Die müssen noch weg, bevor sie nicht mehr wirken. Dauert vielleicht ein paar Sekunden länger. Hey, egal. So, dann so ein Mana-Trank hinterher. Wie schnell jetzt alles geht, wie schnell ich auf einmal auch viel Mana habe und so. Alles nur durch die Kunst des Amulettetragens. So, probieren wir mal meine Feuertheorie an den Ork-Kunden. Einfach mal probieren. Oh, aber dann kommen wahrscheinlich die Orks auch gleich an. Ja, Hälfte wird abgezogen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Kugelblitz gemacht hat. Ja, ich weiß gerade nicht mehr. Muss mal bei Gelegenheit nochmal... Ah, oh, nee, die Orks kommen auch. Stopp, Rückzug. Ciao. Ja, ja.
Diese Ork-Geräusche haben schon was richtig hart Bedrohliches. Auch dieses Geschnaufe einfach nur. Ich finde, da fürchtet man sich richtig vor, oder? Haben sie schon gut gemacht. Boah, was? Übertreibt mal nicht. Ich weiß, ich habe euer Haustier ein bisschen angezündet, aber ihr nehmt es gerade ein bisschen zu persönlich. Zu sehr. Kleines bisschen. Was? Übertreibt halt. Okay. Wenn ihr übertreibt, übertreibe ich auch und setze unfaire Methoden ein, wie zum Beispiel von hier oben einfach. Hä? Okay. Ja, jetzt blockt er nämlich zuerst. Ha! Level up. Das habe ich mir erhofft, dass das auf kurz oder lang passieren würde. Ich wusste natürlich, dass auf kurz oder lang passieren würde. Aber trotzdem bin ich happy drüber. In freudiger Erwartung nehme ich das, was ich erwartet habe, an. Das, was ich in freudiger Erwartung erwartet habe, nehme ich an. Die anderen sind jetzt direkt schon wieder despawned. So direkt oder was? Weil so schnell zurückgelaufen sein können die ja nicht, dass ich ihnen jetzt gerade auf dem Rückweg nicht mehr begegne. Oh, die glitschen jetzt gerade irgendwo in der Welt rum und tauchen dann zufällig wieder irgendwo auf. So wie dieser Orkhund hier. Hallo. Das ist nämlich der, den ich im Feuerball gerade getroffen habe. Und jetzt lass mal testen, wie viel der Kugelblitz den Orkhunden abzieht. Ich weiß, habe ich alles vorher schon mal getestet, aber ich erinnere mich gerade nicht. Ich habe nicht so drauf geachtet. Jetzt will ich mal bewusst darauf achten, wie viel der den zieht. So, zack. Der kommt erstmal eingeschlichen. Ich höre schon, wie die Orks die Waffe ziehen. Geil. Und ich sehe nicht mal, wie viel Schaden ich gemacht habe, weil das einen anderen getroffen hat als den Anvisierten. Ja, Mann. Okay, aber egal. Da kommt ja gerade einer eingeschlichen. An dem teste ich es direkt normal. Auch die Hälfte, okay. Also ob ich jetzt Feuerball oder das andere mache. So, Ork-Kämpfer, okay. Ich friere einen ein, also in dem Sinne ist, dass ich ihn lähme und dann... Keine Chance, lasst mich in Ruhe. Unangenehm. Sehr unangenehm. Bitte nicht abstürzen, bitte, bitte. Ah, Mann. Ich hätte einfach sagen sollen, bitte abstürzen, bitte, bitte. Aber ich glaube schon, dass auch irgendwie mit der Gegend zu tun hat, weil manchmal waren einfach schon mehr Abstürze als woanders in manchen Gegenden. Im Sumpflager war eine so eine Gegend, wo mehr Abstürze waren als anders. Hier im Ork-Gebiet jetzt auch krass. Vielleicht auch, weil so viele Monster auf einmal, also ich weiß nicht. Ein Patch für Gothic 2 wurde ja rausgehauen, für Gothic 1 noch nicht. Und für Gothic 2 ist es einfach so dumm. Der dümmste Bug überhaupt hat sich eingeschlichen. Man kann gerade in Gothic 2 nicht mehr aus dem Stand springen. So. Oder klettern. So. Man kann nur noch während des Laufens springen. Was so bescheuert ist. Ey. Ich frage mich, wer prüft denn, ob die Patches überhaupt funktionieren? Ich will jetzt auch echt nicht so sehr fertig machen und so viel rumlästern. Und ich finde es ja eigentlich schon wieder lustig, weil es so bekloppt ist. Aber das ist schon wirklich einfach ein dummer Patch, oder? Oder ein dummer Bug, wenn man nicht springen kann. Also, das ist ja schon ziemlich tiefgreifend. Kein tiefgreifender Eingriff in die Gameplay-Mechanik. Naja. Hat nicht so ein Feuerball den Orks mega viel abgezogen vorhin gerade? Doch. Also, sollte ich vielleicht mal damit richtig bisschen rumzündeln. Zack. Oh, ausgerechnet den Krieger, der natürlich am meisten aushält. Was aber... Wisst ihr, es ist so nervig, wenn ich dann beim letzten Treffer nicht mehr den Krieger treffe, sondern einen anderen und der einfach durch den Krieger durchgeht. Das wäre der perfekte Kill gewesen gerade. Es hätte mich gefreut, es hätte alle die Zuschauer gefreut. Ich weiß es, weil ich weiß, wie befriedigend es ist, sowas anzuschauen. Aber es hat wohl nicht sein sollen. Okay. Hey, manchmal dauert es einfach noch ein bisschen länger, bis die guten Dinge passieren. Kein Problem. Und außerdem wäre das ja nur aus meiner Sicht gut, aus Sicht der Orks vielleicht nicht mal unbedingt. Und da alles zusammenhängt, niemand ist alleine auf der Welt, ist alles, was gut für andere ist, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch gut für mich. So.
So kann man sich natürlich auch jeden Scheiß rechtfertigen. Auch total schlechte, schlimme Dinge, aber wie auch immer. Dieser Gedankenkreisel dreht sich ein bisschen zu tief ein in Gefilde, in die ich jetzt gar keinen Bock habe, vorzudringen. Weil meine Gedanken 24/7 schon solche Bahnen drehen und ich dieses Let's Play eigentlich schon teilweise als Erholung vor solchen Gedanken sehe, weil ich hier mich einfach nur auf so banale Dinge wie das, was im Game passiert, konzentrieren kann und dann auch mal gut sein lassen. Ha, dafür dürfte es jetzt aus... Lol. Ja, eben. Da denke ich doch. Also das sollte ja wohl drin sein jetzt hier. Und noch einmal Schaden machen. Sehr gut. Und dann kurz hier vielleicht hinterm Stein verschanzen. Die werden zwar einfach drüber joggen, wie ich auch gerade. Aber... Darfst du nicht... Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ah, okay, noch lebe ich. Einfach umhauen lassen und dann neu laden. Das mag ich nicht so gerne. Geiler finde ich es dann lieber nochmal wegrennen. Und innerhalb der Game-Logik ist einfach zu lösen. So, hier kann man sich leider noch nicht nach hinten umschauen. Sind die noch... Ja. Ja, immer noch am Start. Kann man hier direkt hochklettern? Vielleicht. Wenn nicht, dann bin ich jetzt gleich am Arsch. Oh, Glück gehabt, Alter. Aber umso befriedigender, dass es geht, versteht ihr? So, jetzt noch kurz Heiltränke. Zum Glück habe ich die... Naja, ich habe die schwachen Heiltränke gewählt. Also krass sind die jetzt auch nicht, aber... Dann wären sie auch nicht schwach, wenn sie krass wären. So, sehr gut. Durchspeichern. Schwert ziehen. Springen. Und jetzt... Den Ork umhauen. Irgendein paranoider Teil meiner Gedankenwelt stellt sich natürlich vor, wie der jetzt hier an der Wand entlang glitschend da lang gerannt ist. Aber wahrscheinlich ist er einfach wieder zurück an seinem Ausgangspunkt gespawnt. Aber man macht sich ja doch immer so einen Gedanken. Er könnte doch auch sein können, dass er da und so weiter. Ja, ja. So, die zwei jetzt noch. Also langsam reicht es mir auch. Ich will jetzt auch mal das Thema dieser Orkenmeute abhaken und dann werde ich dieses verdammte Orkgebiet erstmal wieder verlassen. Kein Bock hier die ganze Zeit. Versteht ihr? Hier, wo wir später leichter die besiegen können werden. Boah, Mann. Aber wie die mit gesenktem Kopf angerannt kommen. Sie irgendwie... Ey, Block! Ah! Und das mit den Blocken funktioniert auch dann irgendwie nicht mehr so in der Schlagabfolge drin und so. Es ist alles nicht so einfach, wie man sich es vom reinen Zuschauen vorstellt. Das kann ich euch sagen. So, auf jeden Fall Trank. Lecker. Gluck, 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 gluck. Und dann hier die Heilung. Jetzt schon mal wieder Heiligszauber, weil ich auch keinen Bock habe, die ganze Zeit die, wie heißt's, Heiltränke. Ab und zu ja, aber nicht immer. Vor allem die kleinen Schwachen, die dauern ewig. Sagt der Pilze frisst 10 Jahre lang, aber egal. So, jetzt noch kurz die Orkunde im Vorbeilaufen und dann, wie gesagt, haue ich erstmal wieder ab hier aus dem Orkgebiet. So, die sind ja kein Problem. Die kann ich ja mit einem Schlag oder mit zwei Schlägen, manchmal auch mit einem, oder? Ich dachte, ich könnte auch mit einem manchmal. Und ich glaube, da irre ich mich gewaltig. Ich irre mich schlichtweg. Es ist ein Irrtum. Kann man nicht anders sagen. Und wie viel Lernpunkte jetzt eigentlich schon für den vierten Kreis? 25 wahrscheinlich. Und dann noch 5., 6. und dann ist auch gut hier. Dann bin ich auch in Magie. Was? Ah! Hey, ich lebe noch. Geil. Da wird nicht neu geladen. Nein. Da wird dann weggerannt mit Magie und dann muss ich mir mein Schwert halt wieder zurückholen. Eigentlich geil. Ey. Der schlabbert mir volle Kanone. Die Weichteile sauber. Da habe ich eigentlich gar nicht so Bock drauf. Rennt er mir jetzt hinterher? Ich höre nämlich gerade keine Orkun-Sounds. Ah, jetzt höre ich Orkun-Sounds. Oh nein. Ah! Unangenehm, ey.
irgendwie eine sehr unangenehme Situation, von so einem Orkhund verfolgt zu werden mit so wenig Leben. Aber ich müsste ja eigentlich jetzt gleich... Ha, sehr gut, er verfolgt mich nicht mehr. Ich traue mich gerade nicht zu speichern, weil ich gerade irgendwie Schiss habe, wenn ich dann zurückkehre und zu weit weg war, dass Scars Schwert dann despawnt. Was eigentlich nicht der Fall ist, weil nur so Kadaver despawnen, die Objekte eigentlich nicht. Eigentlich nicht, aber trotzdem. Vorsicht selber. So, jetzt aber. Okay, sehr gut. Und mein Schwert liegt zum Glück auch noch da. Direkt mal aufheben. Alles klar, so schließt sich der Kreis, jetzt kann ich speichern und jetzt direkt eine Sekunde später kommt Ork von der Seite und haut mich um und das ist dann der einzige Spielstand, den ich habe und so. Paranoide Gedanken schon wieder am Start. Also, erstmal das Schwert anziehen. Dann jetzt immer ausnahmsweise ein paar richtig heftige Tränke reinkippen. 100 Leben. Sehr gut, wie viel Leben? Müsst ihr auch schon so 300 Leben oder so, oder? Lebensenergie 301, ganz genau 301, geil. Ja, witzig, okay. Dann war das jetzt hier einfach mal ein bisschen cool. Erfahrung sammeln im Ork-Gebiet war aber auch... Boah, nee. Stopp, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Orks und so weiter. Kein Bock mehr, nein. Gut, was ist das hier, ein Ork-Jäger? Aber nur wenn seine Kumpels jetzt nicht auch noch... Nee, die sind nicht da, alles klar. Ein einzelnen passt. Einzelner Jäger passt. Pff, der macht ja kaum mehr Schaden. Ja. So ist schon in Ordnung, aber ich habe keinen Bock mehr auf Orkse. Ich habe keinen Bock mehr auf Orkhunde. Ich werde jetzt einfach den Trank reinkippen, durchrennen. Die hier nehme ich noch. Sonst kriegt irgendjemand hier noch einen Ausraster, dass ich die Pflanzen nicht gepflückt habe. So, dann werde ich hier einmal kurz so einen Trank. Dauer 2 Minuten. Einfach rigoros durchsprinten durch die ganze Orkhund-Meute. Denn es ist eine Meute, muss man einfach so... Oh nee, ich dachte gerade, das wär's gewesen, ne. So, und dann renne ich direkt zum nächsten Fokus-Fundort, wofür ich mich eigentlich auch zum Sumpflager hätte teleportieren können. Einmal hier flink an Pacho vorbeigeflitzt. Von wo aus wahrscheinlich schneller gegangen wäre, aber egal, passt jetzt schon, bin ich schon so nah dran. Brauche ich mich zum Sumpflager auch nicht mehr teleportieren. Alles gut, alles geregelt. Läuft. So, hier vielleicht irgendwelche neuen Viecher am Start irgendwo nochmal. Ich schaue zwar gerade gar nicht richtig gründlich, aber eigentlich habe ich auch gar keinen Bock, den Wald zu säubern. Jetzt habe ich nämlich hier ganz an dem Ork-Gebiet schon gesäubert, über einen längeren Zeitraum. Jetzt würde ich gerne einfach mal wieder nur Story weiterspielen. Und so machen wir es jetzt auch. Ab da hoch zum nächsten Fokusstein. Und da sind eine Menge Bluthunde, das weiß ich noch. Da bin ich doch neulich schon mal hochgerannt, gell? Ja. Aber jetzt habe ich, im Gegensatz zu damals, Scars Schwert. Hallo. Ah, läuft. Geil, ey. Also, läuft wirklich, gell? Muss man einfach so sagen. Guck mal, wie der ankommt. Und der da hinten, die haben solche richtig langen Schlaghosenbeine. So macht Gothic Spaß, muss ich einfach sagen. Mal sehen, wie die Bluthunde im Remake aussehen werden. Ein paar Monster sind ganz okay, ein paar Monster wurden übelst für meinen Geschmack nicht gut umgesetzt, bisher, was man gesehen hat. Bin mal gespannt auf die Bluthunde. Alter, ein Seitwärtsschlag und der geht direkt zu Boden. Aber da prasselt die Erfahrung halt rein in rauen Mengen, muss man auch sagen, gell? Nicht einfach nur so ein bisschen, nein. In irren Mengen. Ah, krass, wie viele überall. Und wie die sich dann auch so kratzen, wie Hunde das halt so machen am Schlabbermaul. Allein das waren schon wieder 660 Erfahrungen. Könnt ihr das glauben? Könnt ihr das glauben? Aber was ich sehr schade finde, dass die kein Fell haben. Überlegt mal, was für ein krasses Fell das wäre. Auch wenn das mega die komische Form hätte. Nur so voll dünn und dann so ganz lange Beine. Naja. So, Orkund. Komm.
Tja. Nein! Oh, anstrengend, wenn man auf einmal gar keinen Schaden mehr macht. Anstrengend. Und gegen die habe ich jetzt auch noch gar nicht probiert, wie sehr meine Magie Schaden ausrichtet. Muss ich auch gleich mal noch ein bisschen testen. Falls ich nochmal welchen begegne. Und was ich in Gothic 1 auch sehr feier, ist einfach, dass diese Brücke hier noch steht. In Gothic 2 dann nicht mehr. Wurde die eingerissen, aber hier, das finde ich einfach richtig cool. Diese Brücke, wenn man da einfach so cool und langsam drüber geht, das sieht einfach cool aus und es fühlt sich cool an, muss man einfach sagen. Vielleicht auch noch so ein bisschen, ne? Aber da steht schon ein Ork, den will ich jetzt eigentlich nicht auf die Pelle rücken. Den sparen wir uns für später auf. Demnach geht es jetzt wieder zurück. Erstmal die Quest der Fokussuche weiter verfolgen. Hier steht auch einfach so ein einzelnes Zaunelement in der Gegend rum. Macht das Ganze aber ein bisschen individueller und niedlicher auch. So, was geht hier ab? Knarz. Spruchrolle und eine Truhe. Und hier drin ein Orkhammer. Und den werden wir auch gleich brauchen für einen gewissen Gegner, der sich in der Gegend befindet. Deswegen... Ihr habt mich schon gewarnt, behalte diese und jene Art Waffe im Inventar, wenn diese Art Gegner kommt. Aber man findet den doch sogar hier direkt. Und das ist kein Zufall. Haben sie schon mit Absicht so gemacht. Aber ihr wollt mir nur helfen. Ich weiß schon zu schätzen. Ich finde es halt cool, dass man hier den auch direkt findet. Und Orkhammer, das klingt irgendwie auch cool, finde ich. So, hier ist nämlich eine Brücke. Und was steht da schon drauf? Ein lebender Fels. Ein wandelnder Fels. Auch Golem genannt. Den werde ich jetzt direkt mal mit dem Hammer zur Leibe rücken. Denn womit zerschlägt man Felsen mit Hammer und Meißel? Schmiedehammer, Orkhammer, genau. Ziehen wir das aus, dann ziehen wir das an. Schwingen. Mal gucken, ob es mir gleich gelingen wird. Ich habe keine Ahnung mehr, wie stark der eigentlich war. Schauen wir mal. Hallo. Boah, der Fluss hat so eine heftige Strömung, wenn man da reinfällt. Brückengolem. Au! Aber immerhin bin ich nicht weggeflogen. Ich weiß nicht, vielleicht weil ich in der Schlaganimation also drin war. Okay. Golemherzen kann ich von dem leider nicht abnehmen. Aber ja, dieser Fluss hier richtig heftig. Und ich war da ja neulich schon von der anderen Seite an dieser Steilklippe da hinten rumgelaufen, wo ich gesagt habe, das hat irgendwie so einen epischen Look. Das erinnert mich auch so ein bisschen an die Gegend um Helms Klamm und an diese Schluchten, wo sie da lagern und so weiter. Und ja, geile, abenteuerliche Gegend. Stehe ich drauf. So, jetzt erstmal noch ein paar Tränke reingekippt. Und was war beim ersten Fokusstein einer der vier Freunde, nämlich Milton, war am Start. Das lässt natürlich darauf schließen, dass bei den anderen Fokussteinen auch weitere Freunde am Start sind. Und so ist es auch. Der nächste Freund wartet schon da hinten. Lester aus dem Sumpflager. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir berichtet, was du dort alles zustande gebracht hast, haben die anderen ja bisher gesagt. Und jetzt kann Lester sagen... Ich, dein Freund Lester aus dem Sumpflager, habe mir selbst berichtet, was du dort alles geschafft hast. Ich bin beeindruckt. Hey, was machst du denn hier? Ich bin im Auftrag der Wassermagier unterwegs. Ich suche magische Artefakte, sogenannte Fokussteine. Du bist auf der Suche nach den Fokussteinen? Das ist verdammt mutig. Saturas und die anderen Magier aus dem neuen Lager wollen damit die Barriere sprengen, die uns alle gefangen hält. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Das geht mir ähnlich. Aber erzähl, was führt dich her? Ich wäge gerade ab, ob es sich lohnt, der Festung einen Besuch abzustatten. Es gibt nämlich eine alte Urkunde, die ich gerne in meiner Tasche hätte. Andererseits ist es nicht ganz ungefährlich, dort hineinzugehen. Lester, der Immobiliensammler. Wie bist du eigentlich an den wandelnden Steinhaufen vorbeigekommen? Ich habe einiges von den Gurus gelernt. Vor allem ihre Magie erweist sich immer wieder als sehr hilfreich. Levitation?
Und die Art von Magie, die er angewendet hat, kann man die dann auch anwenden? Wenn man zum Sumpflager gehört, ich weiß nicht. Ich war noch nie im Sumpflager. Könnte mal einen Kommentar schreiben, wenn ihr wollt. Was ist das für eine Urkunde, die du suchst? In dieser Bergfestung lebte vor vielen Jahren der Lehnsherr dieses Landstriches. Ihm unterstanden das Land und die Minen. Er hatte natürlich, wie jeder Adelige, eine Urkunde über den Besitz. Und die werde ich mir holen. Aber solange die Barriere uns gefangen hält, nützt sie dir gar nichts. Das stimmt. Aber wenn die Wassermagier es doch schaffen, die Barriere zu zerstören, dann könnte die Urkunde wieder einiges wert sein. Ja, los geht's. Wir könnten die Festung gemeinsam erkunden. Ein guter Vorschlag. Geh du voraus. Ich bleibe in deiner Nähe. Alles klar. Langsam geht ja auch schon die Sonne unter. Die ersten Sterne gehen am Himmel auf. Das heißt, hier wird jetzt gleich eine abendliche Erkundungstour zusammen mit Lester starten. Aber erst beim nächsten Mal. Da geht die Party weiter. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Alles Gute. Ciao.